Auf der Wache ist Schreibtischarbeit angesagt. Nachdem der Tag bereits mit der kaputten Kaffeemaschine sehr unerfreulich begonnen hat, geht die Pechsträhne für Stefan Sindera weiter. Die Verfahren, wo die Stadt beteiligt ist, ne, ist immer der Tod. Ne? Jetzt muss ich die Akte Wagenknecht noch machen und brauche einen Stift. Ich muss das markieren. Was brauchst du? Gelb, grün, rot? Gib mir grün, das ist die Hoffnung. Das ist am besten. Dann kann ich das nämlich schön machen. Oh nein, scheiße! Oh Mann. Oh nein. Aber heute ist auch nicht dein Tag, ne? Ich bin wenn er zu stark ist, sollst du vielleicht noch Wasser trinken, ne? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, warte mal. Ja. Hier, kannst du fangen? Ich hab einen Ich hab einen Kobold verschluckt, oder was? Hey, ich sag noch, die Akte, die bringt mich an mein Ende. Und sie bringt mich an mein Ende. Das ist natürlich ärgerlich. Ist sie kaputt? Scherben bringen Glück, Stefan. Sollen wir da noch irgendwas? Gibt's da noch was zu retten? Wenn du in deinem vorherigen Leben eine Putzfrau warst, dann wäre es jetzt angebracht zu helfen. Ja, leider nicht, leider nicht. Aber du machst das schon ganz gut. Ja, finde ich auch. Bist da ein Profi. Genau. Da kannst du weg. Anderen bei der Arbeit zu. Ja, das ist kann man mal machen, ne? Ist okay. großartig. Brauchst du Hilfe oder? Weil sonst gehe ich wieder an meine Arbeit. Ach, du bist so freundlich heute. Ich werde es hoffentlich alleine schaffen. Tja, oder hilfst du ihm? Nee, ich glaube, es kriegst du hin, oder? Hm? Ja. Kriegst du es hin? Telefon. Ich geh mal was schaffen, ja? Ihr kriegt das ja hin. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich habe dieses Paket im Park gefunden auf dem Schulweg und ich wollte mal fragen, ob Sie gucken können, ob da was Illegales drin ist. Wie kommen Sie darauf, dass da was Illegales ist? Wir haben in der Schule gestern einen Aufklärungsfilm über Drogen gesehen und das sah halt ziemlich ähnlich aus wie die Sachen im Film. Okay. Wo haben Sie das genau gefunden? Im Park, auf meinem Schulweg, ja. Ja, das lag da einfach so rum? Ja. Okay. Komisch. War das schon auf oder haben Sie das aufgemacht? Das habe ich aufgemacht. Hast du aufgemacht? Oder darf ich du sagen? Wie heißt du? Ja, ich heiße Leonie Müller. Leonie, okay. Aber da war jetzt keiner dabei, dem das gehört hat, ja? Nein. Da ist ja einer gefolgt jetzt hierher. Nein. Ein Blick in den Karton bestätigt zunächst den Verdacht der Schülerin. Es scheint sich um große Mengen Marihuana zu handeln. Bevor Stefan Sindera jedoch weitere Untersuchungen veranlassen kann, geht bereits der nächste Notruf ein. Der gemeldete Diebstahl ist ein Fall für Daniel Klattmann und Michael Weber, die gerade auf Streife in Löwenich unterwegs sind. Der 1533 für den 1501. 1533 hört dich. Fahrt mal bitte in den Falkenweg 11. Dort gibt die Bewohnerin dieses Wohnhauses, die Frau Schotte, einen Diebstahl durch ihre Pflegerin an. Da habe ich mit Falkenweg 11, Frau Schotte erwartet uns. Auf dem Weg. Bevor die Beamten eintreffen, ist die resolute Melderin bereits selbst aktiv geworden und hat die angebliche Diebin eigenmächtig aus dem Haus geworfen. Schotte. Frau Schotte. Arnold 1533, hier vor Ort, Falkenweg 11. Hallo, die Polizei ist da. Hallo. Mal aufhören, die Sachen aus dem Fenster zu werfen. Sind Sie die Frau Schotte? Frau Schotte, ja? Ich bin Frau Schotte. Gut, können wir uns darauf einigen, dass Sie jetzt aufhören, Sachen aus dem Fenster zu schmeißen? Ja. Super, danke schön. Die Dame hat bei mir aus dem Küchenschrank eine Brosche geklaut. Das stimmt überhaupt nicht. Frau Kunze, sind Sie die? Ich habe gesehen, wie sie meine Tasche getan hat. Kommen Sie doch mal runter, dann können Sie uns das auch an der Tür erklären. Nein, ich mache die Tür nicht auf. Aber wir sind doch jetzt da. Ich habe meine Enkelin angerufen, die muss jeden Moment hier sein. Ja, die Enkelin nutzt uns ja. Sie haben uns da angerufen. Dann machen Sie mal die Tür auf, dann kommen wir rein und dann klären wir da drin. Ich kann nicht so ohne weiteres die Tür aufmachen. Meine Enkelin hat mir das verboten. Wir sind doch von der Polizei, Sie haben uns da angerufen. Die hat gesagt, ich soll mir polizeilichen Schutz holen, aber sie kommt. Ach, erst wenn sie da ist. Die kommt, die ist auf dem Weg hierher. Gut, Frau Schotte, was wurde Ihnen denn entwendet? Eine Brosche hat sie mir aus dem Küchenschrank entwendet. Eine Brosche? Eine Brosche. Okay. Wie sieht die aus? Oben alles Glitzersteine, da ist der Verschluss kaputt. Defekte Brosche mit Glitzersteinen. Das ist das Einzige, was Ihnen entwendet worden ist, ja? Was ich im Moment sagen kann. Okay, gut. Ich habe überhaupt nichts geklaut. Ich sollte diese Brosche, wovon die redet, sollte ich eigentlich mitnehmen und reparieren lassen. Wo ist die Brosche denn jetzt? In meiner Handtasche, weil ich die eben in die Tasche getan habe, weil ich sie gestern vergessen habe. Achso, die ist oben in der Tasche jetzt. Ja, okay. Die hat mich herausgeschmissen. Alle Schlüssel, ich kann gar nicht weiter zur Arbeit. Waren Sie gar nicht mehr in der Lage zu sagen, hier die Brosche habe ich doch in der Tasche hier? Das ich habe gesagt, da kannst du dich ja nicht mehr dran erinnern, ich soll die doch reparieren. Ja, das schon hat, mal. Hat die Demenz oder ist nee, die? Eigentlich nicht. Sie sind aber vom Pflegedienst, oder? Ja, genau. Und es kommt immer öfter vor. Ah, da kommt die Anna, Gott sei Dank. Wird das aufklären. Was ist denn hier los? Die hat mich bestohlen.
Ganz hallo. Hallo. Glattmann von der Polizei. Hallo. Hallo. Kollege. Hallo Janine, was ist denn hier los? Sie sagt wieder, ich hätte sie beklaut. Dabei sollte ich die Brosche nur reparieren lassen. Oma. Können wir mal reingehen? Oma, mach mal die Tür auf. Wir kommen erst rein, wenn sie da sind. Ja, ja. Ich meine, im Prinzip hat sie ja recht, dass sie halt jetzt nicht mal fremden Leuten die Tür aufmacht. Ne? Aber wenn die Polizei da steht, ja, ist sie denn schon ein bisschen verwirrt? Ist das schon mal öfters vorgekommen? Deswegen kommt ja Janine Kunze, die Frau Kunze, öfter, weil sie halt ein bisschen tüdelig ist, um mir halt ein bisschen zu helfen. Ich arbeite halt nebenher, ich schaffe das dann zeitlich nicht. Und deswegen aber sie kommt weiß sie das halt nicht, dass sie ein bisschen neben der Spur ist, oder? Sie merkt das nicht mehr. Also manche Sachen vergisst sie halt. Ja. Also sie wird wahrscheinlich auch vergessen haben, dass sie ihr die Brosche gegeben hat. Die das hat sie nämlich in der Tasche. Sehr gut. Müssen wir gleich noch irgendwas? Guck mal, alles. Ah, da ist sie ja. Gut. Die drei Sachen? Frau Schulte, können wir denn mal reinkommen? Oder? Ja, Sie dürfen. Jetzt darf ich. Wenn wir mal rauskommen, dann können Sie gleich mal gucken, ob irgendwas hier noch im Gemüse liegt. Machen Sie gar nichts. Wunderbar, super. Zur gleichen Zeit auf der Wache. Und ihr habt einen Film über Drogen in der Schule gesehen und du hast jetzt, das lag jetzt einfach im Park rum als Paket, ja? Ja, okay. Gut, das ist natürlich verwunderlich. Ja, natürlich von der Menge her schon ganz schön viel. Guten Tag. Guten Tag, hallo Leonie. Ach, ihr kennt euch? Ja. Aber sie kennen sich. Ah, oh, da ist ja mein Stoff. Was heißt hier Stoff? Ja, also ich bin Auszubildender als Koch und ich habe demnächst meine Endprüfung und ich habe mir die Gewürze bestellt, um noch mal ein bisschen zu üben. Gut, das kann natürlich sein, sieht jetzt so ein bisschen raus, aber es ist natürlich eine ganz komische Verpackung, ja? Würde ich mal sagen. Ich hab's halt nur bestellt. Sie haben es bestellt. Warum liegt das im Park rum? Das lag nicht im Park rum. Also ich habe das Paket zu Hause angenommen und dann, weil ich dachte, da ist vielleicht mein Geburtstagsgeschenk drin. Habe ich das aufgemacht, dann habe ich halt die Tütchen gesehen und durch diesen Film habe ich mir dann halt Sorgen gemacht, dass du vielleicht mit Drogen dealst oder Drogen nimmst oder so. Und deswegen wollte ich dann halt wissen, ob das Drogen sind. Ach so, okay, das war gar nicht im Park dann. Nein, das habe ich mir ausgedacht, dass falls es Drogen sind, ist er halt nicht so direkt. Ah, okay, ja. Gut, das wird ja uns schon erklären, aber das haben Sie jetzt im Internet bestellt oder was? Dann? Das, genau, das habe ich im Internet bestellt. Ich habe auch noch eine Quittung dazu. Da haben Sie eine Quittung, okay. Genau. Ich sag mal, sieht ja schon ein bisschen aus wie Drogen, aber es riecht komplett anders und das wäre für Ihr Alter natürlich schon ganz schön viel. Haben Sie einen Ausweis vielleicht dabei? Da würden wir auf jeden Fall nochmal gucken. Ja, ich habe einen Ausweis dabei. Wie kommen Sie jetzt hierher? Sie hat mir eine Audio geschrieben, aber sie hat ihr Handy nicht mitgenommen. Deswegen bin ich jetzt hierhin, weil das die einzige Polizeiwache in unserer Umgebung ist. Was haben Sie ihm geschrieben? Ja, ich habe ihm eine Audio geschickt, weil ich ihn vorher gefragt habe, was das halt da drin ist. Und dann hat er nicht geantwortet und dann bin ich halt zur Polizei. Der will das vertuschen und dann sind Sie her. Du weißt, ich auf der Arbeit weiß. Ich kann das nicht machen. Okay, haben Sie natürlich richtig gehandelt. Wenn das Drogen gewesen wären, wäre es natürlich gut, uns Bescheid zu geben. Ja, das ist natürlich. Okay, Sie sind jetzt Koch hier. Wo arbeiten Sie? Genau, hier in Gelken beim Calito. Ah, okay. Dann machen Sie Pizza oder was machen Sie damit? Oder wofür sind die Gewürze? Ja, die sind einfach nur zum Üben, weil ich demnächst meine Gesellenprüfung habe. Okay, gut, das klingt auf jeden Fall sehr glaubhaft. Wir haben die Päckchen auch alle mal durchgeguckt. Ist auf jeden Fall nichts dabei. Gebe ich Ihnen den Ausweis schon mal wieder? Danke. Ja. Und Leonie, ich wollte dir was sagen. Ich finde es extrem süß von dir, dass du dir Sorgen gemacht hast. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es viel schlimmer, wenn du dir gar keine Sorgen gemacht hättest. Okay. Von daher, danke schön. Da muss ich ihm recht geben. Haben Sie gut gemacht. Ja, wenn irgendwas ist, auf jeden Fall eher zu uns kommen, bevor dann vielleicht das noch schlimmer wird mit den Drogen. Ne? Ja. Da haben Sie gut aufgepasst in der Schule. Dafür sind Sie da. Sehr gut. Ja. Wir gehen jetzt nach Hause und ich koche uns beiden was. Genau, da hoffe ich, dass Sie auch gut aufgepasst haben, damit es auch schmeckt. Ja, mit natürlich. Den neuen Gewürzen. Gut, dann schönen Tag noch. Danke. Danke. Schönen Tag. Komm, Leonie, wir gehen jetzt erstmal schnell. So, gibt's da. Aber es roch überhaupt nicht nach Gras. Es roch wie eine Pizza. Ja, das stimmt. Also wir haben auch jedes Paket haben wir uns angeguckt. Also es sah auch in der Konsistenz ganz anders aus. Aber irgendwie süß, ne? Ja. Lieber einmal mehr aufpassen als einmal zu wenig. Das stimmt, ja. Und? Hat jemand von euch noch so einen Superkleber? Dann versuche ich die nochmal zu kleben. Das Land muss sparen. Das stimmt, ja. Wir müssen dich ja befördern. Das ist die Tasche von der Pflegerin. Von der Pflegerin. Können Sie mal, gucken Sie mal rein, zeigen Sie uns mal die Brosche, wo Sie die hingetan haben. Ist im Seitenfach, ja. Aber das hast du mir doch gesagt, dass ich die reparieren soll. Ich habe dir gar nichts gesagt. Ja, Oma, die Janine, die ist doch schon so lange ganz hier. Ruhig. Die ist kaputt. Das weißt du doch. Der Schluss ist kaputt. Ja, genau. Das ist die vermisste Brosche. Das ist meine. Ich habe gesehen, wie sie die da aus dem Schrank genommen hat. Okay, jetzt haben wir die ja wieder. Ja?
Die Frau Kunze sagte uns, Sie hätten ihr gestern diese Brosche gegeben zur Reparatur. Nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Okay, das ist ja, steht auf einem anderen Blatt Papier. Frau Kunze, haben Sie erstmal einen Ausweis für mich, bitte? Ja, natürlich. Bestimmt zittrig, also wirklich. Anna, ich weiß das nicht. Dankeschön. Ja, aber ich glaube das auch nicht. Mhm. Doch, die du weißt doch, ich behalte doch immer alles. Ich weiß doch, wo ich alles hin tue. Ja, das meinen Sie vielleicht, dass Sie alle behalten. 1533. 1501, hört. Ja, Masse Person F. Ema in Köln ist für die Frau Kunze, Kaufmann Ulrich Nordpol, Zeppelin Emil von 06.02.1979. Will wohnen am Sonnenhut 263-51109 Köln. Frage verstanden. EB. Polizeiinspektion Mülheim? Ja, okay, das ist natürlich eine große Problematik, kann ich verstehen. Wo sind Sie denn jetzt? Ja. Ich erstatte Anzeige. Kurzen Moment, ja. Können Sie mal ganz kurz warten? Ich muss mal kurz die Tür aufmachen, ja? Kurzen Moment, ich komme gleich wieder. Ich erstatte Anzeige wegen Raub und Diebstahl. Ja, okay. Ich sehe, Sie sind verletzt. Und Körperverletzung, das auch noch. Brauchen Sie einen Arzt oder Sie waren beim Arzt? Ich war schon im Krankenhaus. Okay. Ich muss eben das Telefonat zu Ende führen. Ist aber ziemlich eilig. Ja, ich würde Sie bitten, so lange dahin zu gehen. Ja, ist momentan kein anderer da. Kurzen Moment. 1533 für den 1501. 33 für dich. Für die abgefragte Person, Kunze Janine, liegt kein Suchantrag vor. Er hatte 1533 mit. So, das haben wir gehört gerade, dass gegen die Pflegerin jetzt so nichts vorliegt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, weil Sie haben uns nämlich draußen gesagt, dass die Brosche bei ihr in der Tasche ist. Wenn sie die stehlen wollte, hätte sie wahrscheinlich nie im Leben gesagt, wo diese Brosche ist. Ja, die hätte das irgendwie durch Lügen versucht zu leugnen. Jetzt haben wir die Brosche wieder. Wie verfahren wir jetzt weiter? Eigentlich ist der Sachverhalt, den wir jetzt hier hatten wegen Diebstahl, der hat sich ja erstmal aufgeklärt. Blöd fand ich, dass Sie jetzt Ihrer Pflegerin die Sachen an den Kopf schmeißen wollten. Ja. Ich habe da volles Verständnis. Auch ich vergesse manchmal Dinge. Und ich vergesse dann, dass ich sie vergessen habe. Ja? Das ist halt so, wenn man älter wird, dann passiert das halt. Das ist nicht schlimm, aber man muss sich da selber noch mal, sag ich mal, im Zaum halten. Und jetzt Dinge auf ihre Pflegerin zu schmeißen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Sache ist. Aber ich kann nicht vertragen, wenn mich einer anlügt. Und tut das dann noch in meinem Beisein in die Tasche. Wieso hat die denn gelogen? Du hast mir auch gesagt, dass du die reparieren lassen wolltest. Bestimmt, das hast du wirklich nur vergessen. Guck mal, die ist ja jetzt auch wieder da. Und wenn dir das lieber ist, bringe ich die zum Juwelier und lass die reparieren. Dann lassen wir das einfach und dann ist das somit vergessen. Und wir wissen ja nun alle, dass die Frau Kunze einen super Job macht und immer regelmäßig und zuverlässig ist. Oh, die Frau Kunze ist schon Jahre bei mir. Ja, 4-5 Jahre macht sie das schon. Während Daniel Klattmann und Michael Weber versuchen zu vermitteln, fällt der älteren Dame plötzlich auf, dass aus ihrer Küche offenbar noch mehr Dinge entwendet wurden. Hier auf dem Tisch stand ein großer silberner Kerzenleuchter. Okay. Der ist weg. Da hab ich nichts mit zu tun. Und hier fehlt eine gute Flasche Wein. Die habe ich gestern gekriegt, die ist auch weg. Hier, die Kaffeedose ist auf. Da waren 260 Euro drin. Okay. Jetzt ist nichts mehr drin. Wann waren die Sachen denn zum letzten Mal da? Haben Sie die zum letzten Mal gesehen? Heute Morgen. Heute Morgen. Kontrollieren Sie das alles immer? Ja. So, und hier stand eine blaue Geldkassette, hier unten. Das Geld habe ich von meinem Konto abgeholt. Das war für meine Enkelin bestimmt. Wie viel war das denn? Da sind 10.000 Euro drin.